Hallo Freunde. Ja. Hallo Freundchen. Hallo Freundchen, genau. Ja, Freundchen. Freundchen, es ist gut. Wir haben hier ein paar schöne neue Tomaten gekauft. Guck mal, Tomaten hast du gekauft. Ja. Wir hatten eigentlich schon schöne Tomaten gepflanzt, selbstgezogene. Unsere Babys. Ja, sind weg. Spurlos verschwunden. Nicht ganz. Ich glaube, zwei sind noch da. Anderthalb. Anderthalb, ja. Das eine ist da und eine meckert vor sich hin und der Rest ist spurlos verschwunden. Und wir wissen nicht wohin und wieso. Wir haben Schneckenkorn eigentlich gestreut. Ja, keine Ahnung. Zumindest waren wir ein bisschen traurig. Mein Mann vor allen Dingen, seine Babys. Keine Tomaten diese Saison. Geht ja. Er jetzt schon in die Kaufhalle im Sommer und kauft Tomaten. Ja, und da hatten wir Glück, dass wir tatsächlich noch welche zu kaufen gekriegt haben. Sogar 5 verschiedene. Da waren wir echt happy. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Ich habe mich schon mit 12 verschiedenen Tomaten hier sitzen sehen. Völlig deprimiert. Nee, aber unsere Buschtomaten hätten wir ja im Notfall auch noch. Ja, dann muss es eben keine selbstgezogene Tomate sein, sondern mal die, die wir kaufen konnten. Wichtig ist, wir haben Tomaten. Und wir hoffen, dass die Mora noch da sind. Jetzt pflanzen wir die ein und dann machen wir hier einen Fisch. Genau. Na? Wenn ihr seht, meine Frau mit der dicken Jacke, das ist nicht Show, das ist tatsächlich so. Ja, und es ist wirklich arschkalt. Kannst du mal das Wetter zeigen? Eigentlich war es anfänglich ein bisschen besser angesagt. Ja, kein Wetter, was ich zeigen will, das will ja keiner sehen. Wir wollten heute auch noch was anderes Schönes machen. Lasst euch überraschen, was das wird. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Aber in dem Fall wirklich nur noch Tomaten einpflanzen. Und dann machen wir hier einen Fisch und machen es uns schön gemütlich zu Hause auf dem Sofa mit einer leckeren Pizza. Geil. Aber erstmal müssen die Tomaten rein. Ja, Wetter ist das, was man draus macht. Genau. Nur falls auch mal Hämmer bleiben. Genau. Vögelchen füttern wir nachher noch fix, damit die was zu essen haben. Mein Mann behauptet zwar, er hat sie heute schon mal gefüttert. Aber wenn ich so in das Vogelhaus gucke, würde ich sagen, sieht nicht danach aus. Ja, ihr Lieben. Wie gesagt, die pflanzt mal ein. Das heißt, mein Mann pflanzt die ein, ich räume eine Weile auf. Und dann werden wir uns verdünnisieren. Na Schatz. Das ist die Pomeranzis. Ja, das ist die Pomeranzis. Bei Katastrophen. Gewächshaus hätte was hübsch wäre. Ja, nächste Woche machen wir es fertig. Ja, nächste Woche. Da hast du Frühschicht und ich habe 3 Tage frei. Genau. Kriegen wir hin. Ja, schauen wir mal. Es schneit? Nee, das macht's nicht. So, sagt Tschüss, Hase.